Heute zeige ich euch in meinem Karnevalswissen für Ungerwäs eine Seite von Biggi Fahnenschreiber, die ihr noch nicht kennt. Bekannt ist sie ja als große Tänzerin und Choreografin und das nicht nur in Köln, aber niemand weiß, dass sie vor vielen, vielen Jahren auch schöne kölsche Gedichte geschrieben hat. Diesen Podcast nehme ich auf für den Tag der kölschen Sprach und gleich wisst ihr auch warum. Vicky, du hast ja in deinem Leben nicht nur getanzt, du hast auch eine andere Seite, eine sehr poetische Seite, die die wenigsten Leute kennen. Du hast auch Gedichte geschrieben. Wann hast du damit angefangen? Oh, ich habe damit angefangen 1980. Da war ich irgendwie, ich weiß auch nicht, in einer ganz anderen Welt. Und da habe ich angefangen, mal so ein bisschen festzuhalten, ja, von Kölle, weil ich Kölle liebe ich über alles. Und da habe ich also auch etwas über Kölle geschrieben. Dann habe ich meine Mutter, die hat, wir haben in Riel gewohnt nach dem Krieg, waren wir glücklich, da zu wohnen. Und dann zog meine Mutter nach Lindenthal. Wow, und dann habe ich also auch ein, ja, in Gedichtform etwas von meiner Mutter geschrieben, wie es ihr geht. Und dann habe ich auch vom Tanzen und vom Karneval, also das war so eine Phase, ich weiß es auch nicht, heute könnte ich das nicht mehr. Ja, das war halt so. Kannst du uns denn da ein Gedicht vortragen? Min Mutter ist aus Kranebäume, wo von mir könnt ihr nur träume. Sie ist in echte frohe Natur, sie ist gemütlich und staats von Figur. Sie mäht der allerdollste Sache, wir müssen immer wieder lachen, wenn sie ihr Verzeltscher hält. Dann ist sie da, die heile Welt, ratata. Min Mutter ist aus Kranebäume, wovon mir kölsche ja nur träume. Sie ist ein echte frohe Natur, sie ist gemütlich und staats von Figur. Sie wohnt jetzt vorne, fein und edel. Sie seht dazu Sanella Fädel. Sie könnt nicht mit der Lück parat, denn da weht nicht Kölsche schwadratata. Biggi, das klingt ja mehr nach einem Liedtext. Hättest du dir gewünscht, dass man das mal vertont? Ja, vielleicht, ne? Klar, das wäre doch schön, ein Andenken als meine Mutter. Das ist doch eine lustige Sache. Ja, aber muss man halt sehen. Ja, wie lange hast du gebraucht, um so einen Text zu schreiben? Ja, das kam plötzlich und dann, Entschuldigung, das war dann auch wie so ein Haarsprudeln. Ich nenne es mal Sprudeln, dann war der Text da, auch wie es vielleicht musikalisch ein bisschen sein könnte. Das kam ganz plötzlich. Magst du uns noch was vortragen? Ja, willst du da noch was hören? Klar wollen wir was hören. Aber gut. Ja, dann gucke ich mal. Es ist halt ein bisschen kompliziert, ne? Naja. Uns Kölle ist eine schöne Stadt, das wissen wir ganz genau. Hier sind die Lübscher leb und nett und nicht so müd und lau. Uns Kölle ist das Schönste hier, was wir im Rheinland haben. An uns Kölle könnt noch lang kein andere Stadt erahnen. Kölle, für mich bist du schön, häss im hetze Jecke tön,
Kölle, du bist mein schönste Stadt. Die Panorama glänzt im Sonderstaat. Allah. Ja, wir haben die schönste Mädchen, voller Schick und Temperament. Wir haben das kölsche Wasser, kölnisch Wasser, was man überall gut kennt. Wir haben auch den Kolonius, von Nord und Fein zu Sinn. Wir haben den kölsche Klüngel und der Hängemal mit drin. Oh, Kölle, für mich bist du schön. Hess im Hetze jecke Tön. Kölle, du bist mein schönste Stadt. Die Panorama glänzt im Sonderstaat. Hast du auch ein Gedicht über Karneval? Das muss ich aber ablesen. Ja. Wir haben jetzt hier die schönste Zick, die es für Kölle gibt. Jans Kölle träumt höchst singe Drom und alle Träume mit. Ach, träumte doch die ganze Welt ins einmal unseren Drom. Dann könnte man all zusammen feiern ohne Grenz und Zaun. Jans Kölle fährt höchst singfest und alle Viere mit. Doch vierte doch die ganze Welt ins einmal unser Fest. Dann dürft nirgends Zänkerei und dat wird doch dat Best. Allah. Hast du diese Gedichte niemals vorgetragen? Nein, ich hatte mal, da kam irgendwer, aber das ist zig Jahre her, auch in den 80er Jahren, jemand vom Festkomitee. Und das habe ich dem mal vorgetragen und er fand das auch sehr schön. Ansonsten, nee, so, wenn irgendwo was war, dann habe ich das in der Familienkreis mal vorgetragen. Das heißt, niemand außer deiner Familie und wir jetzt kennen deine Gedichte? Ja, niemand. Nee. Du hast die Sachen alle selber aufgeschrieben, handschriftlich? Ja, handgeschrieben. Und dann hat meine Freundin, die liebe Helga, das auch zum Teil dann getippt. Aber ich habe erst mal alles aufgeschrieben mit der Hand. Wow. Ja, hier. Ja. Ach, da habe ich hier noch was. Vielleicht ist das was. Ist also auch schon ewig lange her. Und ja, das ist auch noch nicht vollendet. Auch das ja alles nicht vollendet. Das kommt einfach von innen. Schreibst du jetzt auch noch Sachen? Nein. Nein. Und da habe ich hier, die Mam, die hätt hück Kränzchenstag. Oh wei, oh wei, oh wei. Da weht bis in die Maat, in die Nach geschwart. Oh wei, oh wei, oh wei. Der Papa in de Wirtschaft geht, weil er kei eie Wort versteht. Dann singt der ganze Damenchor dem Papa noch ins Ohr. Hück, Abend machen wir und Spaß. Wir machen ob das allergrößte Fass. Wir wollen hück glücklich sinn. Die Sorge schicken wir dem Finanzamt hin. Wow, wow. Ja. Ach, träumte doch die ganze Welt ins einmal unseren Drom, dann könnte man all zusammen feiern, ohne Grenz und Zaun.